Willkommen beim Nostra Feedback. Wir waren Folge schon fast durch. 24. Heute haben wir Maggie dabei. Ich bin von Anfang an jetzt da. Toll. Jetzt fangen wir nochmal mit neuer Energie an. So er hat einen Witcher-Beutel. Alter, können wir nicht so schreien? Wir haben nicht. Wir sind jetzt sind wir auf dem Level, wir sind jetzt richtig energisch, jetzt können wir von vorne anfangen. Voller Energie! Da haben wir gleich das Intro für das Video, so diesen Teaser vorher. Und jetzt kommt die Musik! Hübschen. Wir haben jetzt extra Maggie engagiert, damit sie eure Kommentare vorliest. Damit sie auch endlich mal im Feedback ist. 75b. Ja, also sie war echt schon öfter da irgendwie. Mann, ihr rafft das alle nicht. Natürlich. Einer hat halt kommentiert. Von wegen, oder weiß ich nicht, was der kommentiert hat. Auf jeden Fall richtig geil. Das war ich. Ich habe geschrieben, dass ich schon mal im Feedback war. Nein, einer hat geschrieben, woher man die kennt oder es kommt die auch mal ins Feedback oder irgendwie so. Oh, ist ja auch egal. Jetzt ist sie hier. Vielleicht lesen wir das ja auch gleich vor. Okay. Also kein Plan. Ich weiß nicht jetzt, was da so für Kommentare dabei sind. Ich dachte halt hauptsächlich, dass jetzt vielleicht irgendwie viel Fragebedarf ist wegen Patreon oder so. Vielleicht ist das dabei. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Nein. Nicht? Hast du durchgelesen? Du hast gemacht. Sind gute Fragen dabei? Also wenn keine guten Fragen dabei sind, habe ich hier den ultimativen Kommentar, der ist noch von vor 2 Folgen, also mittlerweile vor 2 Jahren oder so. Und mit dem steigen wir ein, weil dann haben wir richtig, richtig hochwertig qualitativen Shit. Gleich als erstes. Franz ist auch hier, also Davis Schulz. Ja. Davis Schulz für den Hauptkanal, Franz für euch. Und der mag solche Fragen. Und er sagt uns jetzt, wie kann der Mensch rassistisch denken? Wie kam er dazu? Das ist eine gute Frage. Ja. Gleich hier so ein Opener getroppt, um das Niveau übelst in den Olymp zu heben. Ich wette, es lag an der Hautfarbe. Wahrscheinlich. Hautfarbe. Der war anders. Das war ungewohnt. Ja. Also ich glaube, du denkst doch auch, also wenn du jetzt, weiß ich nicht, wenn du jetzt Paprika hast, ja. Es gibt ja Menschen, die essen lieber rote Paprika. Sofort geht Franz los, das meine ich. Es gibt Menschen, die essen lieber gelbe Paprika. Und vielleicht ist irgendwann auf die Idee gekommen, dass man dann sagt, okay, das ist Rassismus. Wenn du jetzt dem Alien begegnen würdest, dann würdest du ja auch erstmal denken, Alter, was geht denn hier, oder? Ja, ja. Und wahrscheinlich würdest du vielleicht, ich glaube... Aber ist das dann sofort Rassismus, wenn du sagst, was ist denn hier? Ja, der Mensch Rassismus ist, halt ist Sachen, ja dann schon, dass du was gegen die... Der Mensch ist halt an Sachen gewöhnt. Und wenn du halt, wenn dann was Fremdes in seine tolle heile Welt eintritt, dann ist es halt so ein bisschen anders. Und anders ist halt Veränderung für den Mensch immer so ein kleiner Knack. Aber um Mauzi zu zitieren, ja, von ja, dem ersten Pokémon-Film. Ja, der kam letztens. Wir leben alle unter demselben... Genau, warum suchen wir nicht nach Sachen, die wir gemeinsam haben? Richtig. Und um da Post-it zu zitieren, nun ja, wir hassen alle Juden. Ja, du recht, ne? Guter Film. Uwe Boll, guter Mann. Du darfst gerne weiter vorlesen. Du hast ja sonst keine Funktion. Ja, hey, darf ich da was dazu sagen? Okay, Franz möchte gerne was. Also ich glaube, also ich kenne mich jetzt nicht aus, was die genaue Definition ist, aber ist es nicht... Also was ist Rassismus jetzt schon, wenn ich sage, also Rassismus, es ist doch Rassismus. Wenn du was sagst, ist es doch kein Rassismus, muss halt auch meinen. Ja genau, aber nee, das weiß ich nicht, aber wenn, Rassismus ist doch, wenn man sich für was Besseres hält, als irgendjemanden anderen Menschen aufgrund von irgendwelchen... Man kann ja auch einen Schwarzen haten, weil er höher springen kann. Ich wollte gerade sagen, also das ist einfach in die Rasse zu stecken, also einfach zu in irgendwelche Kategorien, ja, in Schubladen. Das steckt ja schon in der Aussage. Naja. Sie da sitzt. Ja, ich bin... Okay. Ja, hochprofessionell. Margarete hat jetzt auch einen richtig guten YouTube-Kanal. Kannst du das so lesen? Ja, natürlich. Hä, ich habe gute Augen. Ich brauche keine Brille. Ja, aber wir können ja eins auch erstmal zumachen. Oh. Hey. Und diesen, ich weiß leider nicht, von wem das war. Warte, vielleicht stand das. Ach, das ist alles drin. Einer. Ja, der hat noch englische. Da Shiniavor vor einem Jahr. Ja. Guter Mann, auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall gute Fragen gestellt und die wollte ich nicht auslassen, deswegen. War das jetzt geklärte Frage? Ja. Ist das jetzt fertig, ja? Ja, das ist fertig. Hat er rausgekriegt. Also, zweite Frage. Viele regen sich über Stereotypen auf, aber dieser Stereotyp muss doch irgendwoher gekommen sein oder etwa nicht. Ja, natürlich. Werbung. Was, Werbung? Oder? Nein, insgesamt. So. Was sich halt über die Jahre als erwiesenermaßen als richtig gezeigt hat, wie dass Frauen einfach schlechter sind als Männer. Ja. Aber das ist ja okay. Statistisch bewiesen. Ja. Wichtig ist, dass man es erkennt. Ja, und das, die Unterdrückung der Frau hat sich halt auch bewährt. Jahrelang.
Warum sollte man das ändern? Da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Was ist was, sinnlos? Ja, nichts ist sinnlos, Mann. Tut mir leid. Ach so, ich dachte, es geht um was Bestimmtes, deswegen habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Was ist sinnlos? Also klar, gibt immer was. Was gut ist. Nee, um was ging es um Stereotypen, Mann? Es gibt immer was, wo das drin verrottet ist, doch klar. Sagt übrigens mal, wie ihr den Ton so findet, weil der Raum schallt vielleicht etwas und da hört sich das nicht so gut an, aber wir haben jetzt hier diese Tonanlage. Wir haben ja ein gutes Mikro gekauft. Ja. Ach nee, das ist ja meine GoPro. Ja. Wir haben doch kein Mikro gekauft. Super, Mann. Okay. Ton ist immer super bei uns. Also müssen wir jetzt lauter reden? War der Ton jemand schon bei uns schlecht? Mehr wahrscheinlich. Was wollte ich jetzt sagen, Mann? Ja, so. Stereotypen. Ja, na klar. Wir können uns auch allen der Decke über den Kopf ziehen und das. Ich meine, es gibt ja auch, weißt du, alle Neger haben schwarze Haut, hat man früher gesagt. So. Ist ja irgendwie was dran. Also die Stereotypen kommen ja auch irgendwo her, so. Ne? Ja. Kann man nur sagen. Ja. Nee, ich weiß nicht. Das ist so ein Fass, was man da aufmacht, aber so dieses schwulen Stereotyp, das verstehe ich nicht so ganz, warum so viele da in diese Verhaltensweise. Aber also jeder kann ja machen, was er cool findet, so. Aber das raff ich nicht ganz, warum da so viele diesem Bild entsprechen. Vielleicht versteht man das ja auch nur, wenn man schwul ist. Vielleicht, ja. Deswegen, ich will da auch niemanden hart angreifen oder so, das ist nur eine Sache. Schwul ist cool und so. Lesbisch auch, alles cool. Aber, also, vielleicht fällt es mir noch nicht auf, weil die dann sich nicht so leicht in diesen Stereotyp bewegen, die fallen einem dann natürlich nicht auf. So. Ich meine nur, wenn ich in einen schwulen Club gehe, ist es... Ich verfahre mich hier an der Wand, Alter, die lynchen mich. Aber es ist schon, also wenn man da reingeht, man merkt schon gewisse... Kalle, wie ist das, wenn man in einen schwulen Club reingeht, zu seinem Geburtstag? Man merkt dann schon... Das war doch geil, oder? Also, mit dem männlichen Stripper da oben. Gewisse Parallelen. Ich hab eine Frau gequatscht, da kam eine andere Frau und hat gesagt, Alter. Ja, die hätte ihn totgeschlagen. Ja. Okay. Aber du gehst ja nicht als nicht schwuler in den... Wir haben dich da rausgeholt, doch, Robin. Wir haben dich aus der Misere rausgeholt. Geht einfach weiter jetzt. Okay. Ja. Red einfach fließend ein anderes Thema rein. Jetzt ist er wieder. Was ist sinnlos, Franz? Das ist ein Thema für dich. Was ist sinnlos? Wie, was ist sinnlos? Ja, ist die Frage, was ist sinnlos? Hatten wir das? Ach nee, das war irgendwas mit Gewalt, ne? Ja, Gewalt ist fast das Gleiche. Gewalt ist sinnlos. Ja, aber, also guck mal, wenn Hooligans sich jetzt treffen und beide sagen, lass mal jetzt boxen, wir haben da Bock drauf. Dann ist es trotzdem sinnlos. Aber dann haben sie dann, ja, aber dann ist, sich gefunden. Ja. Also du kannst halt auch einen Boxer schlagen. Aber es muss doch nicht sinnlos sein, wenn du Boxer bist. Ja, du gibst den Sachen Sinn, oh, weißt du? Wenn du Wert reinlegst. Ja, dann kann alles einen Sinn haben. Naja, sag ich doch. Dann alles ist nichts sinnlos. Alles und nichts. Genau. Also wenn du nihilistisch denken willst, irgendwann bist du eh tot, alles was du gemacht hast, ist in dem Sinne sinnlos, selbst wenn du irgendwas geschaffen hast. Goethe wird auch nicht mehr gekannt, wenn die Sonne explodiert. So. Aus Nihilismus, sag das, du meinst. Nee, das ist einfach, alles hat keine Bedeutung, soweit ich weiß. Aber das ist ja sowieso alles. Lass mal alles einfach verneinen. Nee, aber klar. Nee. Das naja, alles von Wert, weil es eh keinen Wert hat. Soweit ich weiß. Minimalismus, ja. Nihilismus. Ach wie? Nihil ist Latein, Nihil heißt ist nichts, soweit ich weiß. Ich war mal in Latein. Du warst besser in Latein. Ja. Nihil ist nichts. Siehst du? So. Ja, nächste Frage. Kann es manchmal das Richtige sein, Probleme zu ignorieren? Franz? Unser Mann? Also. Weißt du? Ich auch nicht. Also ich sag mal, es kann manchmal hilfreich sein, wenn man Probleme bis zu einem gewissen Punkt ignoriert. Weil sie vielleicht nicht wichtig genug sind. Soll ich die Frage stellen? Aber dann wären es doch keine Probleme, oder? Wenn sie nicht wichtig sind. Also wenn ich jetzt halt sage... Vielleicht sind es ja in seinen Augen keine Probleme. Ich sag mal so, wenn du halt eine Leiche im Kofferraum hast, kannst du so lange warten, bis sie... einfach verwest. Ja, vielleicht ist das ja kein Problem für Franz, weil er einen Mafia-Typen kennt, der einfach vergräbt. Also wenn ich jetzt das Problem habe... Und sage, weil das Problem ja öfters mal entsteht, ey, ich muss eigentlich noch sauber machen und heute ist der letzte Tag. Warum guckst du mich da so an? Ich guck euch an. Mich? Ja, dich auch. Nee, ich rede ja von mir jetzt. Er redet von mir. Dann sage ich, okay, das ist vielleicht ein Problem, aber das Problem ist mir jetzt egal, weil ich jetzt gern pennen möchte. Und dann mache ich das halt erst am nächsten Tag und ignoriere das bis dahin. Krasser Typ. Ja, aber das Problem ist ja dadurch nicht gelöst.
Ja, aber ich kann halt dann auch nichts machen. Ist halt also, die Frage, und denkst du, dass es dann das Richtige ist? Also ich sag's mal so. Wenn ihr zum Beispiel, das Richtige, genau. Wenn ihr hier in der WG zum Beispiel gerade sauber machen müsst, ja, mhm, und aktuell keinen Vorwerkstaubsauger da habt, ja, könntet ihr dieses Problem ignorieren, bis plötzlich Oma Inge vorbeikommt, euch ein Vorwerk bringt und dann wird dieses Problem das auf elegante Art. Na, also vielleicht fällt da ja irgendwann mal so ein Vorwerkstaubsauger, ja, von einem LKW. Also wenn möglichst zeitgleich aus eurem Portemonnaie 600 Euro auf diesen LKW fallen, dann ist es möglich. Das ist sehr unwahrscheinlich. Also okay. Dann hast du ein Problem. Das ist sinnlos auf jeden Fall. Nee, weil ich habe halt kein Problem, wenn ich keinen Vorwerkstaub habe. Ich auch nicht, aber die Muttermelben sind hier. Nee. Alter. Lass dir das nicht einreden. Maggie liest das vor, nicht du sollst es ablesen. Nee, ich guck's mir ja nur an. Du sollst ja dann drüber nachdenken. Okay. Also, soll ich dich da vorlesen? Ja, damit ich drüber nachdenken, okay, kann. Wieso gibt es Menschen, die Spaß daran haben, andere Menschen psychisch oder auch sogar physisch zu quälen? Also, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, erzähl mal. Ja. Warum macht ihr das Spaß? Also, bis zu einem gewissen Grad, also ja, kommt drauf an, was quälen ist. Ja, also so ein bisschen so... Gewaltbereit. Also ich, ja, glaube, es geht um Mobbing. Nee, Mobbing? Halt physisch. Nee. Um Dumme? Ja, das geht doch alles um Macht dabei, oder nicht? Es geht halt, glaube ich, es wird halt immer, warum, die Frage ist, warum manchmal. Es wird halt, glaube ich, immer auf Erziehung zurückführen. Ja. Also warum auch, Menschen? Ja, okay, warum der Auslöser dafür, Menschen, ja, aber warum die Begründung dafür, sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja, wieso gibt es Menschen? Ja, es ist dann bestimmt irgendeine Zufriedenstellung. Ich denke auch, das kommt meistens aus der Kindheit irgendwie, aus irgendwelchen Erlebnissen, die du aber gehabt hast. Schlechte Erfahrungen. Ja. Ich glaube, teilweise ist es vielleicht auch so, dass gewisse Leute sowas tun, um halt nicht selber quasi in die Opferrolle zu fallen. Halt ja, klar, es macht also ja, wahrscheinlich, aber ich denke oft, hat es auch was damit zu tun, wie man, oder in was für ein Umfeld man aufgewachsen ist. Meinst du Erziehung? Ja, also meine ich damit. Also, wenn deine Eltern dich halt geschlagen haben, ist es vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, dass du auch gewaltbereiter bist. Weil so du kann halt man alles entschuldigen auf jeden Fall. Also auf deine Eltern schieben. Ja. Achso. Ich weiß doch nicht das nächste Lesen. Ja, sorry, Mann. Aber es ist so lustig, weil die nächste Frage so einen riesen Sprung macht, oder? Lies ja, mal vor, okay, ich kenne sie noch nicht. Nächste Frage. Spielt jemand von euch einen Arena-Shooter oder hat es mal getan? In Klammern Unreal Tournament Quake? Quake. Oh, peinlich, Maggie. Als Nerd direkt raus. Quake. Arena, Alter. Was ist denn ein Arena-Shooter? Na, Quake. Unreal Tournament. Quake 3, Mann. Quake. Ja, ich glaube dann nicht, also wenn ich frage, was ist Arena. Also ich habe Unreal Tournament und Quake 3. Quake 3 Arena habe ich damals sogar noch gespielt. Ich habe die auch mal gespielt. Ja, durch mein erstes Shooter. Ist Serious Sam ein Arena-Shooter? Deutsche Zuhörerschaft, ja, muss man das übersetzen. Quake. Serious Sam war eine Story. Ja, aber also ich weiß, Serious Sam ist aber gut. Ich weiß auch nicht genau, wodurch es definiert ist. Unreal Tournament, Quake, Zoonotik und Reflex. Durch was ist denn das definiert? Also warum ist zum Beispiel Call of Duty kein Arena-Shooter? Weil die Maps größer sind, oder? Weil du nicht in der Arena bist. Ja, aber eine Map ist ja in dem Sinne auch eine Arena. Halt, also Unreal Tournament und Quake haben halt beide, soweit ich weiß, keine Storyline oder so. Keine Kampagne oder sowas, sondern es, ja, geht halt wirklich nur darum, dass es ein Multiplayer-Game ist, wo du dich gegenseitig wegknallst. Ja, hier doch auch mal so. Wenn das der einzige Grund ist, aber dann... Also Call of Duty spielt ja auch keiner wegen der Story. Aber da gibt's eine. Ja. Du siehst aus, als ob du zum Steinmännchen wirst. Also, um die Frage zu beantworten, nur du so. Und ich habe mal ein bisschen gespielt, aber sonst nur Call of Duty oder so. Wenn das, es ist eigentlich auch eine Arena, ist ja auch ein abgesperrter Bereich. Ist eigentlich immer, ja, aber jedes Spiel ist halt ein abgesperrter, ja, Bereich. Also, ja, deswegen fragte ich ja. Naja. Das ist, glaube ich, nicht das Kriterium. Ich sag, ja, von Eck und unten. Wenn du es siehst, erklär es halt mal, was eine Arena ist. Soll ich anfangen? Ja. Wir sind sofort. Namen soll ich noch dazu sagen, ja? Erklär uns bitte mal, was, okay, das ist. Guck mal, es ist wie dem Lied von geht los damit. Das ist ein guter YouTube-Name. Das ist Kalle bestimmt. Was, okay, hast du, warte, jetzt gemacht? Das war auf jeden Fall... Ah! Oh, weißt du, ne? Was ist denn jetzt passiert? Ja, da war eine Frau kurz am Handy. Deswegen bin ich, ja, gerade noch so ein bisschen, warte, am YouTube-Kanal verwalten von Maggie, weil wenn sie da jetzt in ihrem jetzigen Zustand rangehen würde, so Video hochladen, Kanal gelöscht, bumm. Maggie macht jetzt schon nichts mehr selber auf ihrem Kanal. Ich hab's wieder. So. Ja, sie hat ihre angestellt. So. Ja, das wird schon, wie es geht. Das ist schon, ja, groß. Nicht mehr authentisch. Also, DNL schreibt: Ich vermisse den legendären Intro-Song.
Trauriger ist mein Lied. Oh, ja. Den Wortstamm. Was war der letzte Song? Den Wortstamm. Ja, also das hat den Grund, ich weiß nicht, ob das als Spezialfeedback schon hochgeladen wurde. Wir wollten das so ein bisschen unterscheiden zwischen Spezialfeedback und normales Feedback. Und da sollten halt zwei verschiedene Intro-Songs sein. Außerdem soll das Ganze ja auch so eine kleine Art Reboot sein. Und ja, deswegen kam es dazu. Außerdem habe ich munkeln hören, dass der Herodes vielleicht sich demnächst mal an einen Watch Dogs 2 Song setzt. Oh, nice. Er hat das schon versucht, mal einen anderen aufzutragen. Dir oder was? Nee, Beatri hier. Mit dem ich mal dieses Star Wars. Ach so. Hat er gesagt, ey, willst du nicht den Watch Dogs 2 Song machen oder so? Ja, aber dann hat er wahrscheinlich noch nicht gehört, dass David da Interesse dran hatte. Nee. Hat er noch nicht. Ja, die alte Fame-Hure macht nur was, wenn es bei rumspringt. Oh, das ist nervig. Ja. So. Ach so. Welchen liest du jetzt? Ja. Paradox. Heißt der so? Okay. Egal. Paradox. Nee, Paradox. Wird es ein Postfach geben? Fragezeichen. Es gibt bereits. Halt, stopp. Jenny Nastarafu sofort darauf geantwortet. Es gibt ein Postfach. Haha. Guck bei Nostarafakt nach Postfach. Ankündigung. Brauchen wir nichts mehr sagen, nächste Frage. Ja. Okay. Allerdings muss ich doch dazu sagen, dass ich gar nicht mehr weiß, ob das noch aktiv ist. So. Nicht, dass sie das weggehängt ist. Ja, da habe ich aufgemacht und reingeguckt und war nichts drin. Aber ja. Uns alle hassen. Also wenn du da reingucken kannst, wird es ja noch aktiv sein. Ja, der Schlüssel passt halt noch, aber die haben ja das Schloss auch nicht gewechselt. Die Frage ist, ob da halt auch noch Dinge... Ja, ist egal. Dinge reinkommen. Gut. Reinkommen. Der Robin würde sich bestimmt freuen, wenn jemand testweise was reinschickt. Nein, es geht nicht darum, dass die Leute nichts schicken, sondern ob das von der Post aus noch grün ist, weil ich da halt. Ey, dann können wir mal geile Unboxing machen. Mailtime. Das stimmt. Guckt euch mal das Postfach an. Schickt einfach mal was hin und wenn es nicht ankommt, dann. Dann wissen wir es. Schreibt dann mal rein. Sich die Post. Schreibt rein, wenn es nicht ankommt. Ja, machen wir richtig hartes Unboxing hier auf diesem Kanal. Hier auf diesem Kanal wird sowieso ein buntes Potpourri an Spaß und guter Laune kommen. Hammer. Oh, ist das sweet, das nächste. Jenny Nostarafu schreibt: Hey an alle, ich wollte erstmal sagen, dass ihr wirklich der allerbeste YouTube-Channel seid, den ich kenne. Ihr bringt mich einfach immer zum Lachen. Ich wollte fragen, ob ich mich hier auf YouTube Jenny Nostarafu nennen darf. Wie heißt sie denn? Wie heißt sie, die das geschrieben hat? Jenny Nostarafu. Ja. Oh, oh. Ah, okay. Frag erstmal. Ja, frag lieber erstmal. Aber es ist trotzdem wichtig, erstmal zu fragen. Robin, du kennst mich ja ein bisschen. Das Fangirl, was euch alle auf einer Leinwand gemalt hat. Was ich euch mal, ja mal persönlich geben. Wollt ihr euch da? Nee, das war's. Ach nee, warte. Mehr Anzeigen steht da. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Was ich euch ja mal persönlich geben möchte. XD. Ja. Ach, das war's. Ja. Habt ihr die Erlaubnis jetzt erteilt? Ja, nenn dich so, es ist voll okay. Solltest halt nicht unbedingt sagen, dass du irgendwie mit uns verwandt bist oder so. Du darfst es so nennen, aber wir möchten nicht mit dir verbunden sein. Genau. Nee, na, nicht, dass du dann irgendwann mal Bombenattentat auf Stadion München machst oder so und dann heißt Jenny Nostarafu. What? So meinte ich das. Gell? Okay. Stehen wir uns. Was war die andere Frage oder war noch keine Frage? Das war keine. Das war nur eine Frage. Okay. Gehen wir gleich über zum nächsten. Hans der Zer. Ja. Die besten Jahre kommen nach 45. Das war mit. Oh, warte mal. Also für Deutschland? Ja, nach 45. Das war mit Deutschland genauso. Kommentar, oder? Ja, toll. Jetzt hast du, ach so, jetzt hast du die Punkte verkackt. Ich hab ihm echt seine Punchline geklaut. Das ja. War, das was war ist denn jetzt? Das liest nochmal vor. Ja, die besten Jahre kommen nach 45. Das war mit Deutschland genauso. Jetzt hast du ihm seinen Joke. Ja, sorry, Dude. War kein wir beide haben dich verkackt. Vielleicht war zu vorhersehbar. Aber, ja. Kann ich den nächsten Fall? Ja, immer. Meiner Einer schreibt: Wann kommt der englische Teil? Ende immer diese Cliffhanger. Ja, der englische Teil kommt bis auf weiteres nicht. Wir gucken mal wegen der Lösung, weil ich fand es schon geil, dass wir englische Leute hatten, die da kommentiert hatten und so. Wie gesagt, wenn sich mal jemand bei mir meldet, privat, Facebook oder auch Twitter oder vielleicht sogar Instagram, wie Jenny Nostarafu das gerne macht. Per Brieftaube. Oder per Brieftaube, 21 Minuten. Per Briefbombe. Ja, per 1 Postfach. Und dann könnt ihr mir mal sagen, ob ihr Bock habt, hier
die Untertitel zu machen über dieses Dings. Auf Nosterafakt ist es auf jeden Fall schon aktiviert, also es könnte jeder, der Bock hat, Untertitel machen, wie auch immer das genau funktioniert. Modernes Kamera quasi. Ja, genau. Du musst halt jetzt noch irgendwas anbieten, damit es auch macht. Ja. Hätte ich es klar noch nicht, sondern meine Love hier. Also ja, das ist halt für uns echt harter Aufwand so und nicht so harte Priorität und ja, ist halt hart, aber ist so. Das war gute Werbung. Ja. Für 10.000 Klicks wird uns machen, also. Nee. Das war Mühe. Ja, für 10.000 Likes, muss ich sagen. Ja. Und für ein Abo. Und ihr müsst es teilen. Ezio 975 schreibt. Erster. Toll. Ja, das kannst du vielleicht weglassen. Okay, gut, lass ich weg. Jenny Nosterafu schreibt nochmal. Oh. Hab noch was vergessen. XD. Was habt ihr alle so für einen Musikgeschmack? Einen guten. Sorry für die Neugier. Wir haben einen guten, finde ich. Ja, ich finde meinen. Also Kalle hat früher einen besseren. Definitiv. Heute ist er nur noch okay. Ich kann mich daran erinnern, dass wir die Frage schon 3 Feedbacks beantwortet haben. Ja, stimmt. Ja, Jenny, da musst du jetzt erstmal die 35 Stunden nachholen. Da sind wir ein bisschen dann drauf. Lernst du was über uns. Wissen. Ja, also ja, gibt ganz viel. Wir sind da sehr offen, glaube alle, oder? Außer Franz, der hört nur so Emo-Musik. Ja. Nee. Franz kennt er ja noch nicht so, deswegen können wir da mal kurz drauf eingehen. Der hört immer so die Leute, die sich schneiden auf Konzert. Genau. Also ich sitze ja manchmal in meinem Zimmer und schneide mir halt die Pulsadern auf und höre dazu gute Musik. Aber das mache ich nicht immer. Okay. Nee, also so ein bisschen in der Emo-Chor. Ja, Emo-Chor nennt sich das, glaube ich. Ja. Ich finde Rockmusik ganz gut. Also eigentlich das, was kann ich nicht. Ich denke mal an das Video, wo du das Wasser trinkst. Und nee, er quatscht du. Ich trinke das Wasser. Nein, mit der Stimme. Du meinst bei Ask oder was? Ja, das ist aber, glaube ich, der Hip-Hop. Heißluftballon genommen. Und ach so, ja, und da habe ich aber Berlin. Kasia ist so eine kleine Hip-Hop-Pussy. Das war wirklich ja, in Berlin. Guckt euch mal Ask 1, 2 oder 3 an. Das ist echt am besten witzig. Alle, weil vielleicht kommt da demnächst noch mal ein neuer Teil. Das ist echt witzig. Spoiler. Jenny Nosferat. Ja, wir hatten das heute. Komm ich denn da ja, weil wir das vorhin schreiben. Hatten, oh, das geht mir mega auf den Sack. Jenny Nosterafu hat sich was. Geklärt, wie man sieht. Oh, ich lese euch ein bisschen auf. Hab trotzdem ein paar andere Fragen. Oh, ein paar. Könnt ihr mal wieder eure Videos machen? Ach, das Musikding hat sich geklärt. War mega lustig, das Video. Vor allem, weil Kalle die ganze Zeit die Klamotten gewechselt hat. Das ist nicht gut. XD. Hab ich auch gesagt, weil es sonst ein bisschen langweilig wird. Ich habe den Vorschlag, hier ein bisschen Mucke drunter zu legen oder so ein Feedback. Könnt ihr ja auch mal sagen, ob ihr das lustig findet. Lustig. Wenn sie totlachen. Nee, ja, kann man machen. Muss halt echt leise und subtil sein. Fragen, so. Fragen mal, wenn du nein sagst. Auch. Sehr entspannt. Aber ihr solltet das eigentlich gerade beantworten. Ja, so ein bisschen ASMR. Videos. Ob ihr die Videos kommentieren könnt, dann wieder. Ich find's geil, wenn wir diesen Beat runterlegen von den Remix hast mit Maggies. Kommentieren. Dings. Was erzählt er? Ich? Den? Ja, den Editor, der ist viel Fotzgedingst aus. Ach so, den, ja. Darfst du sicher auch von. Was war das? Ja, leg mal unter. Ob ihr die Videos wieder kommentieren wollt. Ja, bin ich dafür auf jeden Fall. Wir haben nämlich da diese tollen Ultimate Prank Movies oder so. Oder Prank Compilation Movies, keine Ahnung. Da könnte man halt, weil wir das letzte Mal unsere Videos kommentiert haben, wir am. Irgendwie Januar 2013 und da könnte man für das Jahr 2013 komplett, 2014 komplett, 2015 komplett jeweils halt so und so diese Fertigfilme einfach anschauen. Ist eine Stunde oder so, die geht jetzt schon? Was? Eine Stunde 30 gehen die immer. Ja, halt ein richtiger Spielfilm. Ja, und wenn wir dazu noch kommentieren und pausieren, weil wir dann sowas nein, erzählen. Nein, wir pausieren ja nicht. Wir haben es doch schon mal gemacht, also, du warst doch dabei. Ja. Also der aus 2015 war super. Geht bestimmt keine anderen Stunden. Vielleicht nicht. Nee. An Herodes, aber der ist ja leider nicht anwesend. Darf ich fragen, was es mit dem Abschiedsvideo auf sich hat? Hoffe, du weißt, was ich meine. Punkt, Punkt, Punkt. Trauriges meine. Ich glaube, das Furzvideo, wo ich auf den Beat von Final Fantasy. Herodes, du bist ein Spast. Echt? Ich weiß nicht, ob du das meinst. Weil du etwas gemacht hast. Und dann? Und dann habe ich halt gesagt, jetzt fliegst du raus, weil er halt einen Beat verwendet hat oder den. Ist egal, ist ein Nosterafurz Insider. Für die Leute hier. Also lässt du es jetzt weiter unkommentiert. Hä, dann nichts? Halt kommentiert. Okay. An Kalle, guckt's Herzchen. An Kalle, Herzchen. Oui, oui, c'est un faisant à Portugal. Kannst du Französisch? Okay. Hab's im besten auf Elevator Pranks Video gesehen.
Wenn ja, kannst du mich mal auf Französisch grüßen oder irgendwas an mich sagen auf Französisch. Wäre mega nice, Herz. Bist der Beste, Herz. Hast du es gerade getan, oder? Oi, oi. Okay. Aber ich habe dazwischen geredet, sag's bitte nochmal. C'est qui le patron? C'est le mega, ja. Ja, du hast doch eben nur seinen Spruch gesagt, oder? Ja. Ja. So geil. Nur für dich, Jenny Rosteraffen. Hat er sich selbst ausgedacht? Ja. Hat er geschrieben. So ein zweizeilig, so ein Haiku ist das. Doppeldeutig, Mann. Robin sollte dir noch was sagen. Robin? XD. Ja. Weiß es nicht mehr. Ja, was soll ich ihm denn sagen? Du solltest dir was sagen, Robin. Ja. Sollte dir noch was sagen? Ja, keine Ahnung. Sag ihm noch was. Ja, hallo, Kalle, du bist hübsch. Okay. Gut. Soll ich dir von Jenny sagen? Viertens, gibt's mal wieder was auf Borderline TV. Ist nicht geplant. Ihr seid die besten YouTuber auf der Welt, bleibt so wie ihr seid mega cool und unterhaltsam. Herzchen. Oh Gott, ich hab grad Heil gelesen. Da stand aber H-E-L. Hab euch lieb. Hab Herzchen euch. Herzchen. Irgendwie lieb. Heil. Mega cool, danke, sagt sie. Freue mich schon aufs Feedback, sagt sie. Hey, wollte dich fragen, wo oder wie ich eins mit so einer Linie bekomme? In Klammern Skateboard. Hat sie mir auf Instagram geschrieben. Oh, ist das süß. Ich schicke ihr ein Foto von jetzt gerade und sage ihr, das habe ich selbst gemacht. Das findest du so auch nicht. Du musst da halt mit einem... Das ist ja übelst schlecht, Mann. Keine Ahnung. Da bist nur du drauf. Ja, es ist halt übelst das Kackformat hier, Instagram. Ich hätte man das von hier machen sollen. Ja, mache ich nochmal von da. Ja, Jenny, das musst du mit Cuttermesser da selber reinschneiden. Vielleicht mit Licht. Das wird bestimmt ganz toll. Ja, ist super. Gut. So, das doch. Nähe zu den Leuten hier. So, Nils Stelzel. Stelzel, Verzeihung. Bisschen kiffen? Nein. Sonst jemand? Nee. Gut. Prokrafter Socks. Sehr geiles Video. Ja, bitte. Heißt? Loki Mintfuck is behind you. Das Recht setzt sich vom Gesetz ab. Das Gesetz oder die Rechtsprechung ist jedoch nicht immer gerecht. Sorry. Kannst du mal den Usernamen vorlesen? Loki Mindfuck is behind you. Der Kalle ist heute auf Krawall gebürstet. Immer halt. Ist er? Ein voller aggressiver Dude, halt. Bisschen kiffen? Ja, das kam da runter. Wollt ihr dazu was sagen oder lassen müssen? Nee, ja. Also ja, sehe ich auch so. Na, es ging um Recht und Gerechtigkeit oder so. Weiser Mann. Jan, sind Herodes und Anna Geschwister? Ja. Ja. Seid ihr Terz? Ja. Wie findet ihr den Drachenlord? Gut. Ja. Ja. Wer ist denn der Drachenlord? Keine Ahnung. Wer ist denn der Drachenlord? Drachenlord ist der Dude, der immer so hart rumrantet in seinen... Okay. Kennt ihr bestimmt auch. Kuchen-TV, den man besucht, besuchst. Okay, also. Aber der wird halt hart gehatet. Ja, aber du findest den gut, weil. Ich hab zwei Videos von ihm gesehen, also ich kann da jetzt. Ist das so ein Tanzverbot-Typ oder? Ja, so ähnlich, aber halt noch. Ich glaube, der wurde noch mehr gehatet. Tanzverbot wurde auch schon immer mehr gehört. Echt jetzt? Ein bisschen mehr gefeiert, aber der wurde echt nur gehatet. Und er hat da selber auch krass immer nur rumgehatet. Glaube ich. Also, das ist das, was ich so mitbekomme. Okay. Verrückt. Ja. Gut. Na dann. Haben wir das. ITZB3NZ. Warum seid ihr alle so geil? Keine Ahnung. Maggie, sag du es uns. Weiß ich nicht, weil... Ist einfach so. Können wir nicht ändern. Es ist Ausstrahlung. Es ist alles Ausstrahlung. Ja. Danke. Nee, weißt du, Leute im Fernsehen sind immer erstmal geiler. Hat Franz auch gesagt. Nee, ich hab gesagt größer. Ja, fast das Gleiche. Also zum Beispiel? Also, Moment, ganz kurz, weil das bestimmt unangenehm ist. Ja. Die Veteranen von euch kennen ja bestimmt ihn noch als Halafir und als fleißig Kommentierenden unter diesen Feedback-Videos. Damals war er noch so hässlich, ey. Auf jeden Fall. Ja, da ist er richtig jetzt zugezogen. Auf der anderen Seite. Nee, also Kalle ist zum Beispiel ziemlich klein. Wenn man ihn dann mal sieht. Ja, das hab ich jetzt noch Jendrik, wir haben ein Feedback angefangen in der 13. Du kannst... Komm schnell dazu! Du kannst noch reinplatzen. Und bring meine Hose mit!
Noch läuft es. Mal gucken, ob du es schaffst, hier zu sein, bevor wir fertig sind. Oh, wie spannend. Oh, wie spannend. Ja. Tschüss. Gut, dass du Lautsprecher haben wolltest. Ja, ich hab ihm gesagt, dass er auf Lautsprecher ist. Hat er reingebrüllt, dass er alle grüßt. Das ist doch geprankt, oder? Ja. Hat geprankt, genatzt. Gut, die geile Frage ist beantwortet. Jan Kurosaki, was tut es zur Sache, dass er einen Migrationshintergrund hat? Ja? Ich auch nicht. Ich weiß leider nicht, um wen es da ging, weil, ja, wie gesagt, das Feedback ist aus dem März, habe ich tatsächlich rausgefiltert. Aus den Informationen. Ja, aber was tut es zur Sache, stimmt. Also nichts. Ja. Aber um wen ging es denn? Um dich? Mich? Es ging um Mertmatan. Du hast gesagt, Migrations irgendwas. Ach so. Ja, also... Vorurteile, oder? Ja, also da ging es, glaube ich, darum, dass dann der Aufschrei war ja auch so ein bisschen, weil irgendwie bestätigt wurde, dass Leute mit Migrationshintergrund mehr Vorteile gegenüber Schwule haben als jetzt Deutsche zum Beispiel oder so. Das war ja dahingehend nur wichtig. Das war für mich persönlich nicht wichtig, nur in dieser Diskussion, um die es da ging. Was ist das jetzt? Danke, Baldwin. Nee, das ist... Oh, endlich Feedback, mal gucken, wann ich es anschaue, kann zeitlich. Halbe Minute her. Ja. Drachenlord-Zitate von der Rode. Schafe an der Wand, Heiderring offiziell gesprengt. Mhm. Ja. Reisen sagen? Keine Ahnung, aber anscheinend hat er Drachenlord zitiert das letzte Mal, ich habe davon nichts mitgekriegt, okay. Also keine Ahnung. Was ist denn jetzt Drachenlord? Karl hat es erklärt. Achso, da habe ich nicht hingehört. Die Leute da vielleicht auch nicht. Der Matthias, oh mein Gott. Direkt die Audio für die Autofahrt runterladen. Yes, yes, yes. Siehst du? So als Podcast. Für solche Kommentare machen wir das hier. Das ist richtig schön. Oh Gott, ich stelle mir gerade vor, wie das jemand auf der Autofahrt ankommt. Ist ja schrecklich. Achtung, da ist ein Reh! Hab ne, Dr. Putt. Hab ne Frage. Ich frage mich, ob es Silent Hill wirklich gibt. Ach, hab ne Frage. Alter, wenn Jentrik rechtzeitig ankommt, kann er seine Silent Hill Geschichte erzählen. Irgendwie nach der Gamescom 2014 ist er durch so einen Wald gegangen und da war auch irgendwie plötzlich. Erzähl doch jetzt nicht schon die Geschichte. Ja. So ein Erlebnis gehabt. Schöner Übergang gleich direkt zu Jens. Der Flo, ich will ein Kind von dir, Jens. Ja. Erzähl. Das richten wir ihm aus, wenn er nicht rechtzeitig ankommt. Rock-Gamer04. Finde ich nice, dass ihr wieder Videos macht. Gleichfalls. Zivilperson 3087, bevor du Robins Herz erobern kannst. Das ist eine Antwort. Ach so, Maurit. Findet mich Robin schön, so wie ich bin, oder muss ich mich ändern, um sein Herz zu erobern? Ja, du musst dich ändern. Ich finde das widerlich, weil du hast Haarausfall. Blend mal sein Telegram-Profil mit ein. Also ohne Scheiß. Als ich halt Robin, glaube ich, das erste Mal gesehen habe, also ich kenne ihn halt schon länger als Robin, dachte ich sofort, dass Robin wie er aussieht. Nee. Doch. Wir wenn jetzt mal hier ein Bild von seinem Telegram ein. Ja, also ich habe also aus meiner Perspektive anders im Übrigen. Ja, Dion sieht halt auch so aus. Ja, das ist halt, die sehen alle gleich aus. Also ich zeige halt das Off-Topic-Spastenbild. Das ist Mauritz. So. Er hat volles Haar. Der hat volles Haar, weil wir das drauf geshoppt haben. Und er hat einen Schnurrbart. Aber den hat er immer. So, Zivilperson 3. Du musst dich nicht ändern, Mauritz. Muss ja nicht. Ja, für dich vielleicht. Lass dir mal Haare wachsen. Bah. Zivilperson 3087. Ist Robin nun offiziell ein Asthmatiker? Ja. Nein. Also der Arzt hat es vielleicht ab und zu mal so erwähnt, aber weißt du, wenn man sich das einreden lässt, dann wird das nur noch schlimmer. Deswegen hatte ich nur Kieselsteine in der Lunge ab und zu. Die sind jetzt bestimmt raus oder sowas. Phantom Zero. Trinkt Robin, der spießt endlich mal gescheit Alkohol. Etzala. Sicher nett! Sicher nett. Erzähl sicher mal von dem Erlebnis in der Trailerparkbar. Ja, okay. Achso. Ja, also da ging es halt um eine Wette. Und es war auch nur ein Schluck Alkohol, den ich dann trinken. So ein räudiges Bier. Um was ging's? Also ich hatte halt so einen Tennisball dabei von John. Ah. Den habe ich den ganzen Tag durch Berlin getippelt. Jetzt, in Berlin, ne? No, und dann habe ich gesagt, Dion, saß mal in einer tollen Trailerparkbar. Ah, da gibt's Shots für 1 Euro, Leute, ne? Pfeffi halt. Pfeffi halt, ne? Richtig geil, geht runter wie Butter.
Und wenn das Bier auch noch 2,50 kostet, das wäre ja wie in Weimar, ey. Richtig gut. Und das Klo. Auf jeden Fall auf den Tisch den Tennisball in den Humpen rein von Dion. Wenn ich das schaffe, muss er das Bier austrinken mit diesem räudigen Tennisball drin. Ich habe es leider nicht geschafft, deswegen musste ich einen Schluck trinken und... Von was jetzt? Von Bier? Ah, schlecht. Vom Bier oder von was? Vom Bier habe ich einen Schluck getrunken. Gut. Hans der Zerr. Von Bibi halte ich gerade die neue Sorte von Bilou. Ich glaube, das ist auch eine Antwort. Ah, sorry. Das ist echt... Bist du mit bestimmt, was haltet ihr von Bibi? Ja, also okay, ist, sorry. Luigi PL4YS. Was haltet ihr von Bibi? Was haltet ihr von Apo Red, von Bibis Beauty Palace, von Fake Palace? Palais. Bibis Beauty Palais. Bibis Beauty Palais, Genie des Therapie. Ja, Apo Red, habe ich nicht so viel gesehen, muss ich sagen. Hast du die Songs angeguckt? Eins habe ich gesehen, da geht so, das war irgendwie... Everyday Sun oder Apple? Nee, Ist das neu? Aber keine Ahnung, was ich meine. Ich hab nur durchgeskippt. Ich komme mit tausenden Jugos und verbrenne dein Dorf. Also. Was ich hab einzigen, der alles gesehen hat. Also, der erste Song war scheiße, der zweite Song. Ah, die ganzen Pranks sind natürlich alle so. Ich glaube, es wird ihm mehr unterstellt, dass es gefaked ist, als es wirklich ist. Er faked viel auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist mehr als. Also, es ist weniger gefaked, als alle denken. Obwohl er viel faked. Der erste Song war scheiße. Ich höre nur Fake. Ja, übrigens faked er viel. Ich glaube, der erste Song war scheiße, das Photoshop war scheiße, war alles scheiße. Aber dieser dritte Song, was Robin gerade so schön nachgemacht hat, ja. Da ist der Beat halt richtig geil. Und das Video aber den hat er wahrscheinlich nicht gemacht, oder? Ja, natürlich nicht. Und das Video ist halt auch richtig geil und das hat auch nicht so. Das hat für Streets okay. Gemacht. Also der Text ist halt immer, es ist jedes Mal, also alle drei Songs kannst du. Stechen halt übereinander denken, ist immer wieder dasselbe. Er ist der dicke Babo, oder? Genau. Aber ist ja nicht gefaked. Seine Sieger. Es halt so geht ja um die Pranks. Das ist ja also ich habe halt drei Videos von ihm gesehen. Das eine war so ein Prank, den ich schon wieder vergessen habe, was aber meiner Meinung nach auch fake war. Dann habe ich halt in dieses Musikvideo reingeguckt und das dritte war, 1 Million Aufrufe, wie er irgendwie seine Frisur zeigt, irgendwie Sommerlook oder so. Und hat dann nur die Seiten so ein bisschen kürzer gemacht. Ja, also das hat 1 Million Aufrufe. Er erzählt halt 8 Minuten über seine Haare. Und das ist halt echt hart. Also es ist ja cool, wenn es die Leute feiern, aber ich finde einfach dieses Phänomen hart, dass wenn du eine gewisse Größe hast, so, du kannst halt also diesen Scheiß machen. So. Und die Leute fressen das. Wie man das bestes gerade. Beispiel war für mich damals schon, als hier Julians Blog mit Ahmed. Die waren irgendwie einen Tag unterwegs. Wo die im Auto rumgefahren sind. Ja, In dem Video ist halt eigentlich nichts passiert. Doch, die gehen zu Burger King. Und dann sagen sie, da gibt es irgendeinen Burger nicht, dann gehen sie wieder. Ja, also hätten das halt irgendwelche Leute gemacht, sie hätte kein Schwein interessiert, aber so. Hätte auch kein Schwein geguckt. Das war halt der virale Hit Nummer 1 damals. So. Das war quasi der erste Vlog mit Julians Vlog. Ja. Stille. Auf jeden. Kommentatus? Cosades, danke. Mir ist gerade noch eingefallen, kennt ihr Discord? Das ist sowas wie Teamspeak und Skype in einem und komplett kostenlos. Kenn ich. Ich finde, es wäre eine gute Sache, falls ihr Robin einen Server erstellen könntet, in dem eure Zuschauer mit euch aber auch untereinander chatten können. Tja. Ja, ich kann mal einen Server. Für die Elite gibt's das schon. Wenn, dann Teamspeak-Server. Ja, also kann man machen. Aber bei Discord kannst du auch alles machen. Daniel ist auch schon sehr engagiert mit einer Website. Ja, ich bin da voll dran. Richtig. Und die App parallel, also quasi mit den Händen macht er die Website, mit den Füßen die App so. Ja. Müsst ihr euch vorstellen. Die mache ich auch gerade hier rechts, deswegen ist mein Bild. kann man auf jeden Fall machen. Start das neue Bild hoch, ja? Ja, mach mal. Oh, die App, die ist so spaßig gerade eben. was war's? Was hat er überhaupt gesagt? Er hat gefragt, was Discord. Ach so, ja, ich wollte einfach nur sagen, es gibt ja diese Telegram-Gruppe für die Patreon-Leute, die ein bisschen was geben. Und an sich finde ich das halt cool. Kauf dich rein, Junge. Nee, das will ich damit nicht unbedingt sagen. Also, kannst du machen. Kannst du machen. Ja, verstehst du. Aber das hat mir halt gezeigt, dass das schon cool ist. Also. Jetzt kauft euch doch mal unsere Liebe, Mann. Ja. Nein. Ihr seid alle geil, so. Das ist Jendrik, wow! Ich steh nicht auf. Also gleich geht das hier übrigens aus, glaube ich. Silent Hill. Kommt jetzt. Ah, da gut, dann geht's schnell weiter. Heiß. Aber Tatsumi sagt... Ja, schnell, bevor Jendrik kommt, fertig werden. Coole Diskussionsrunde. Die Witcher 3-Tasche macht mich übrigens mega neidisch.
Ja. Wer hatte denn eine Witcher Teiltasche? Ja, Jendrik! Da habe ich schon lange scharf drauf. Jendrik hat auch so ein richtig geiles Artbook von Last of Us. Finde ich immer wieder sehr schön. Hat er die Witcher 3 Tasche mit? Er staubt den Stuff ab. Er hat gesagt, er hat irgendwann mal gesagt, die ist kaputt gegangen. Echt? Hast du deine Witcher 3 Tasche mit, Jens? Nee, leider nicht. Oh, die ist gerade im Gespräch. Ja, dafür wurdest du gelobt. Ja, die ist leider so special, die kann ich mir nicht leisten. Außerdem ist der Franz so geil auf diese Tasche, dass er die... hier ist noch jemand geil auf die Tasche. Ja, der wollte mir die schon 5 oder 6 Mal klauen. Macht ihn mega neidisch und er macht das. Es ist halt eine übelst geile Tasche. Er macht grrr. Er macht grrr. Ich hab auch ein T-Shirt. Hier ist übrigens der Ton, du kannst ja vielleicht kurz sagen, wo du dass ich die her hast oder so. Keine Ahnung, ist das ein Geheimtipp? Ja, das war nämlich ganz, ganz geheim, der Tipp. Und zwar war ich auf der Gamescom, wann war das? 2013, nee, 14. Oh, 13 war ein kritisches Jahr. Nee, 14. Da war ich ganz spontan da. Und hab so einen alten Kollegen von mir angeschrieben und den hatte ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Wie heißt der? Okay. Ah, okay. Schreiben wir den auch mal. Zensier das bitte mal. mach wirklich. und. Ja, das muss ich ja dann machen. Ja. Ja, dann mach du das. Und der hat dann zurückgeschrieben: Ey, wer zum Teufel bist du? So 2, 3 Jahren mal gekannt. Alter. Und dann hat er gemeint, ja, okay, ich habe Pressetickets und komm doch einfach hin, wir haben noch 2 mehr. Und dann bin geil. Ich halt mit denen quasi, habe ich mit denen 1-2 Tage in der Presse-Area. Das war das Jahr, wo... Ja, jetzt hört auf, den Namen zu hören. Ja. Also Christoph, ja. Ja, genau. Und der hat... und dann sind wir da einen Tag in der... Und da haben wir quasi total... Ich fand mich sogar... Oh, exklusives Witcher-Footage. Da war wirklich noch kein Gameplay von dem Witcher draußen, nur diese Trailer. Und zwar so 30 Minuten Gameplay. Allerdings wurde das halt 3 Tage später dann geleakt irgendwie. Was dann leider nicht passiert. Aber bei diesem Gameplay, bei der Gameplay-Präsentation gab es dann halt auch so einen Beutel und so mit Merch drin. Ich habe auch noch ein richtig geiles, richtig seltenes Poster, was es glaube ich auch nur da gab. Und ein T-Shirt. Also, hast du das Poster bei dir? Ich habe zwei Witcher-T-Shirts. Du hast das Poster gar nicht bei dir hin. Nee, das muss ich mir aufhängen, das stimmt. Ja. Also, wenn du es halt bei dir nicht aufhängst. Es kann halt sein, dass man das noch verkaufen kann, wer weiß. Wenn du jetzt gerade noch. Wer Interesse hat? Hast du den Witcher schon mal weitergespielt? Nicht jetzt wieder scheiß den Witcher rausholen, Alter. Hä? Spiel Dragon's Dogma. Hast du echt mal gespielt? Kommt mit den Ohren raus. Wir fangen jetzt nicht wieder diese Diskussion an. Scheiße. Es geht weiter. Nein, warte, ganz kurz. Das haben wir halt angekündigt. Weil du jetzt einmal im Redefluss warst. Gönn dir noch mal eine Minute, um von deinem Silent Hill Erlebnis zur Gamescom zu erzählen. Das war ein Gespräch. Ach so, Alter, krass. Und dein Fuß ja, nicht drin, darf ich mal. Das war, glaube ich, tatsächlich auf der ersten Gamescom, wo ich war. Und man muss dazu sagen, ich habe halt bei irgendwelchen alten Bekannten von uns gepennt. Die haben irgendwie in einem Dorf perfekt. 30 Kilometer vor Köln gewohnt. Da musste man quasi erstmal mit dem Zug hinfahren ins Nachbardorf. Und dann noch mit der Straßenbahn bis in so eine Station, bis in den ihr Dorf. Das Problem war, ich war dann nachts, noch am, keine Ahnung wann es war, Freitagnacht oder so, war ich noch bis um 3 irgendwie in Köln unterwegs und der Zug bis ins Nachbardorf, der fuhr noch. Allerdings fuhr die Straßenbahn nicht mehr bis in dieses Dorf und ich hatte keine Ahnung, so, weil ich war das erste Mal da in der Gegend und musste halt jetzt irgendwie in das Nachbardorf kommen jetzt. Ah, hör mal auf, ey, ich erzähl gerade was, ja, du nervst so mich tierisch, Alter. Ich gehe jetzt schon wieder, ey. Pff, solche Spannung hier. Und ich hatte auf meinem Handy, klar, den ganzen Tag auf der Gamescom gewesen. Bis später. Hatte ich nur noch irgendwie so 9% oder so. Und man muss sagen, das Handy war ein Schrotthandy, das heißt, es ist innerhalb von dieser halben Stunde auf 1% runtergegangen. Wichtig war das Handy, weil ich über Google Maps quasi die Route bis zu dem Haus da irgendwie mir geben lassen habe. Und ich dachte dann so schon, fuck, Alter, wenn das jetzt abstürzt, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Und dann hatte ich einen genialen Plan, dass falls der Akku alle ist, und das ist wirklich der beste Plan ever, ich habe Screenshots gemacht, nur für den Fall, dass der Akku alle geht. Sehr klug. Genau, und dann gehe ich halt da hoch, es geht dann langsam aus diesem Dorf raus, ich dachte so, okay, dann geht's auf so einen Feldweg drauf. Da klingelt Naschen wieder, auf so einen Feldweg drauf und ich denke mir schon so, was geht denn jetzt? Und dann ist so, erste Abbiegung, zweite Abbiegung, und dann kommst du in so ein Waldstück rein, dritte Abbiegung links. Und ich denk so, what? Da ist halt einfach nur Wald. Guck ich mit der Taschenlampe auf den Boden und da ist wirklich so ein mini kleiner, so ein Trampelpfad, der schon komplett überwachsen ist. Da ist bestimmt 20 Jahre keiner mehr lang gelaufen. Komplett überwachsen in diesen Wald rein. Und es ist aber wirklich genau der Weg, den ich lang muss halt. Und ich denk so, 1% Taschenlampe, mitten in der Nacht, morgens um 3:30,
ich alleine in diesen kackdunklen Alter, Wald rein. Mach dir gerade Feedback. Ja, Mann. Ey, geil, Robin. Gut, dass du da bist. Das passt voll. Das ist nämlich der Robin von Nosterafo TV. Der führt eigentlich diesen Channel. Das ist super. Passend, dass du da bist. Danke. Genau, bin ich in diesen Wald rein und gut, normalerweise kann man jetzt sagen, ich bin ein Mann. Ich hab so einen Bizeps. Bizeps und so einen Schwanz. Und ich habe natürlich nie Angst. Aber in so einer Situation, so morgens 3:30, wenn du dann so da reinläufst und du hast keinen Plan, das ist schon total überwachsen, du hast nur noch 1% und weißt, wenn deine scheiß Taschenlampe ausfällt, das war auch so ein richtig dichter Wald, siehst du wahrscheinlich überhaupt nichts mehr. Und diesen überwachsenen Weg sieht man dann erst recht nicht mehr. Dann gehe ich da rein und es ist halt echt so, ich laufe da lang und langsam so wird es ein bisschen ungemütlich. Dann stehen da auch so tatsächlich in diesem Ding so, weiß nicht, ob es Stromkästen waren, das waren halt so leere Häuser. Und auf einmal, ich gehe da lang, krieg schon so Bammel und auf einmal geht, weißt du, muss ich das denken, 3:30. Ich bin komplett alleine in diesem Kackwaldstück drin und dann geht so eine fucking Silent Hill Sirene an. Einfach mitten in der Nacht. So wirklich so eine richtige, so eine Bombenalarm-Sirene wie halt bei Silent Hill. Ich denke mir so, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und bin dann halt so langsam immer schneller geworden und dann ist ja dieser Panic-Mode und bin dann irgendwann tatsächlich aus diesem Waldstück rausgekommen und irgendwo hinter dem Haus. Und ey, ich hab echt so, als ich dann erstmal da war, dann hab ich erstmal so da gesessen und so übelst Adrenalin, ey, es war so krass. Das war geil. Es war irgendwie halt, ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie solche Angst wirklich, weil es einfach so krass war. Aber danach war es eigentlich ganz schön. Weil ja, in dem Moment, Adrenalin. In dem Moment was, spürt man sich. Was wir immer haben, also was du mal sagst, deswegen wegen Horrorfilmen, dass du immer nicht Angst hast und dass ich aber die gucke, um diese Angst zu haben. Und in dem Moment hatte ich mit so viel Angst. Und das Adrenalin, ey, das ist ein geiles Erlebnis. Und hiermit sehen. Man muss nicht auf ein, kann man noch sagen, als Message, man muss nicht auf ein Hochhaus klettern und sein Leben riskieren. Man kann auch nachts 3:30 in ein Waldstück gehen und irgendeinen Kumpel fragen, ob er mal eine Silent Hill Sirene anschmeißen kann. Das ist gleichfalls ein wunderbares Erlebnis. Ja, aber wer das weiß jetzt. Aber hiermit ist die Frage beantwortet, Silent Hill existiert, weil das war nämlich eine Frage. Ja, ach so, ja. So. Ja. Hammer. In der Nähe von Köln. Ja. Soll ja keiner sagen, dass wir hier Fragen nicht beantworten. Oh, jetzt kommt Frosch. Ike Gland Fake. Keine Ahnung. Das ist so ein Spam-Kommentar, den ich in letzter Zeit irgendwie oft lese. Okay. Kalle, kennst du dich da aus? Du bist doch dran an den Medien. Von was? Ike Fake, irgendwas mit Fake am Ende. Ike Fake. OG, irgendwas Fake. Nein, das ist ein Kommentar, den ich in letzter Zeit echt oft lese. Ach so. Vielleicht rückwärts oder so? Knall. Was ist euer Lieblingsbier? Wie ist das geschrieben? Ja, Tim Nalbert, was ist euer Lieblingsbier? Ja, Lieblingsbier. Wie heißt denn dieses Plop? Plop? Zwickel. Es gibt mehrere, die einen Plop haben. Augustiner mag ich auch sehr. Wie hieß das, was du in der Trailerbar getrunken hast? Sascha hat es getrunken. Das auf jeden Fall. Trailerpark-Bier. Gut. RockGamer04, wegen der Runde GTA. Ja, ich glaube, das hat sich ein bisschen erledigt. Gut. Hey, ich hab's jetzt für den PC. Ja, und dann? Voll auf. Echt? Kann er mit mir? Aber er kann nicht, er hat gerade mit der App und der Website zu tun. Ja, das ist richtig. Ich habe echt viel zu tun gerade. Ich kann nicht. So, Dennis Asus, wird es von allen Formaten wie zum Beispiel The Troll wiederholt? Troll bin ich mir nicht so 100%ig sicher, aber ist auf jeden Fall nicht abgedingst. Ging's nur um das? Oder auch noch andere? Nee. Andere Formate. Ja, also auf jeden Fall. Kellner will ich auf jeden Fall demnächst nochmal machen, bevor es kalt ist. Weil das macht immer übelsten Fetz. Und dann kann ich mich von Kalle für mein Acting loben lassen. Da hat er damals, Kalle hat immer so Momente gehabt, als er noch nicht so lethargisch in den Tag gelebt hat, hat er so Momente gehabt, wo er so gelacht hat und sich den Bauch gehalten hat. Und er hat so gesagt, oh, mein Bauch. Mein Bauch! Ja, und dann hat er immer so dabei gelacht und hatte so Schmerzen. Und einmal war das halt bei diesem, ich glaube, das war das zweite Kellner-Video, wo ich dann am Ende gefeuert werde bei diesem Laden. Und er hat dann gesagt, es ist schön. Mein Bauch. Hero Generation, das ist doch nie im Leben Davis. Hä? Auf jeden Fall. Ey, guck ihm mal bitte ins Gesicht. Wo ist denn seine Sonnenbrille? Wenn er seine Sonnenbrille trägt, dann sieht er echt extrem aus. Du meinst so wie Batman redet. Ja, Lux. Achso, ja. Also, Franz geht jetzt, er geht mal eben Davis holen. Oh Mann. Und denkt an Batman. Sag das Davis. Ja. Okay, gut. Dann können wir in der Zeit weitermachen. Vogeluff. Das alte Video ist halt echt so lange her, dass man total davon überrascht wird, im Video als Kommentierender genannt zu werden. In diesem Sinne, Grüße an mein Zukunfts-Ich. Ich bleib so, wie du bist.
Ja, das, ja. Das Zukunfts-Ich liegt jetzt wahrscheinlich nicht so sehr in der Zukunft, wie er sich das auch. Ja, wahrscheinlich nicht. Jetzt leider nicht. Enttäuschend. Überraschung! Aber es liegt trotzdem in der Zukunft, wo du das geschrieben hast und wir das aufnehmen. Gott sei Dank. Also, wir wollen das jetzt ein bisschen öfter wieder machen, auch so Spezialfeedbacks. Aber die normalen Kommentierfeedbacks macht demnächst Kalle alleine. Wir können ja mal aus dem Frame gehen, um zu zeigen, wie das dann ist. Ah, nee, ist zu aufwendig. Ja, ist zu aufwendig. Nee. Genau das ist die Einstellung. Ja, für den Gag aufwendig. Ist das nicht wert. Meisterdieb, ihr habt in den letzten Gamescom lustige Aktionen mit Fans gemacht. Aber werdet ihr auch welche außerhalb der Gamescom mit Fans machen? Fand ja die Szene mit Wo ist die Toilette sehr passend. Ja. Oh ja. Zu Wo ist die Toilette kann man sagen, könnte man halt auch sagen. Oh, Davis Schulz! Alter! Hi. Alter! Moin! Hey, wir haben es geht. Lass nicht reden, Mann. Doch. Warum darf ich nicht reden? Man sieht Davis halt noch nicht mal. Das ist richtig geil, stimmt. Hey, hast du die Sachen von Franz an? Das sind meine Sachen. Ich kenn's mal wieder Franz holen. Hey, nein, komm doch her, Davis, Mann. Ja. Die Fans wollen dich sehen. Wir machen Feedback. Davis Schulz, meine Damen und Herren. Oh, sehr gut. Kommen aber heute Leute hier vorbei. Ja, wie geht das heute? Ja, Elotrix kommt auch bald. Gibt's ihr noch? Ja. Noch kurze Interaktion mit Fans? Vielleicht, aber so groß angelegt wie zur Gamescom, weiß ich nicht. Es sind halt auch sonst nie so viele Fans auf einem Haufen. Wolltest du der Sache mit dem Klo was sagen? Ja. Das könnte man auch sagen, wenn wir nämlich Videos kommentieren, weil der Clip mit den Klos, ja, den haben wir vorher nochmal gemacht bei so einer netten Frau und da hat der, also für mein Empfinden, wunderbar. Ohne Spaß, fünfmal so geil wie das mit dem Typen, Kamera aber perfekt. Die Frau meinte halt, ist nicht so angenehm mit Internet und so. Wir sind dann halt alle nochmal hingegangen und jeder hat sie gefragt und wirklich so, können wir das nicht, warum denn nicht? Und dann hat und sie da stand ich auch gesagt. Besser dabei, da war nicht so viel Wind, der Ton war besser, es war alles besser, aber sie hat halt am Ende gesagt, und bei so einer einzelnen Person wäre es halt dumm gewesen, das zu zensieren, das wäre halt irgendwie nicht so geil. Was? Mal gucken, ob dieses gute Mikro das hört. Den Text nicht mehr. Kommentatus Cossatus. Da bonjour wieder und zum Zeitpunkt des nächsten Feedbacks hoffentlich immer noch läuft. Wie sieht es jetzt mit einem Besuch von euch aus? Außerdem wäre es choral, wenn ihr es ankündigen würdet. Ist das nicht das, das von den Muslimen oder so? Falls ihr irgendwann doch vorbeikommt, damit ich euer Groupie sein kann. Außerdem sollte sich Kalle, was ich geschrieben habe, nicht so zu Herzen nehmen. Ja, gucken dir an. Verkackt. Halt, stopp, es kommt noch besser. Neben Robin sieht kaum jemand gut aus. Und bei Männern ist es eigentlich sowieso egal, ob man hässlich ist oder nicht. Das stimmt. Sehr gut. Aber nur bei Männern. Guck's dir an. Hier. Der sieht nicht besonders aus. Das ist alles seine Ausstrahlung. Guckt ihn euch an. Also in Real Life dann schon weniger. Jetzt kommt die Pointe. Im Gegensatz zu Frauen haben wir sowas wie Charakter. Ja, genau. Was? Ja. Was liest du denn da vor? Ja. Du hast das falsch vorgelesen doch, oder? Nein. Kommentatus Cossatus, guter Mann. Ja. Das hat Maggie gerade dazu gedacht. Ja, Maggie, du musst dir nicht deine Einstellung verbreiten, okay? Das ist ja, hörst du bitte auf. Mach das auf deinem Kanal. Lies das vor, was da steht. Frauen an sind nette Jens. Menschen. An Jens@42. Mit Defizit. Ich würde dir The Book of the New Sun von Gene Wolfe empfehlen. Ist zwar auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise geschrieben, aber ich finde es trotzdem spannend und es bietet viele Aussagen, über die man lange nachdenken kann. Dir? Ja. Alter. Aber Book of the New Sun. Book of the New Sun. Ach, der hat uns mit Science-Fiction-Sachen umgesetzt. Ja. Genau. Ach du Scheiße, The Book, dann muss ich mir das auch. Aber egal, ich suche mir das den Kommentar aus. Okay. Vielen Dank. Oh, ja. Vielen Dank. Da freue ich mich doch. Lesen. Er hört sich das Audiobook an. Hörspiele sind richtig geil. Eigentlich bist du eigentlich wegen den ganzen Rollen bei uns als Sterbeopfer, bist du deswegen in die Schauspielerei gegangen? Weil ja, du hast so Spaß gemacht. Mich hat das so inspiriert. Ich dachte so, war wirklich, ey. Also ich dachte auch vielleicht so, wenn ich das Sterben so gut kann, ja, dass dann vielleicht dass der Weg dahin dann auch als Schauspiel sein kann. Also, könnte man eigentlich. Vielleicht mach ich das mal, so eine Compilation. Jens stirbt. Ich bin erstmal für eine. Das werden aber sehr alte Videos sein. Dann auf jeden Fall erstmal die High Five Compilation. Ja, für alle.
Habe ich gesehen, High Five hat bei ihm sehr früh angefangen. Ich habe irgendwas ganz Altes angeguckt, 2008, 2009, irgendwas, so eine Compilation, wo dann High Five von Kalatino. Also richtig zack, 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 zack. Weil wenn man Leute auf der Straße, ja, wenn man die prankt so, und die sind erstmal so ungehalten, dann muss man erstmal mit einem High Five die Situation entspannen. Erst lachen, ja, und dann ein High Five. Das Eis ist gebrochen. Ja. Sofort. Das ist auf halt auch, Fall. Also das ist halt der Vorteil, wenn man Schauspieler ist. Ja. So. Oder Davis Schulz. ACE-TV. Herodes des Drachenheiler. ACE-TV, also das ist Ace-TV, Mann. Von dem beantworten wir nächstes Mal. Das ist ein Spaß. Ja, das ist ein Asi. Der hat einen Haken hinter seinem Kommentar, hinter seinem Namen. Das hat Nosferatu TV nicht. Raus. Ja, okay, sind noch nicht so Ace-Sachen. Hero Ace? Generation. Ja, Herodes der Drachenheiler, sagt er. Ja, ja, wegen Drachenlord. Ja, oder? Ja. Ist leider nicht hier gerade. Korrekt. Wo ich und wann? Das Wo und wann seid ihr auf der Gamescom? Und was ist mit Gruppen-Action? Das ist Feedback. Ja, also wir sind von nicht auf der Gamescom. Sonntag ist ja dann, also ich rede, ja, Sonntag ist ja dann nicht mehr Gamescom. Also sind wir bestimmt so Freitag, Samstag auf jeden Fall da, vielleicht noch Donnerstag. 2017. Ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Ja, das Feedback kommt auch erst in einem Jahr wieder hoch. Ja. Ach so. Ach so, in der dieses Jahr. Also wenn ihr das Warum Feedback seht. Warum so komisch, Davis? Dann ja? Ich spreche doch ganz normal. Wie er immer halb Stimmbandkrebs kriegt, während er. Du musst einfach nur so cool sprechen. Ja, oder wir holen uns einfach ein besseres Mikrofon. Ja, stimmt. Ja, mach doch nur ein Mikrofon mit der Stimme. Das, das Mikrofon ist gut. Ja. Ich weiß aber nicht, wie lange, wie viel Speicher gewöhnt sich davon. Jetzt ja, noch haben wir hier. Gut, gleich nochmal. Kann man euch auf der Gamescom finden, Herzchen? Kann man das? Nein, suchen ja. Suchen. Sehr gut sucht uns. Sehr, sehr gut suchen. Wer sucht, so im Bereich Köln bis Weimar. Aber das Video wird erst nach der Gamescom hochgeladen. Ja, Leipzig. Achso, ja. Köln bis Leipzig. Also vielleicht hast du uns gefunden. Wenn nicht, wir waren aber da. Gratulation. Du siehst gut aus. Kameratyp. Wie viele Menschen darf der Geburtstagshitler vergasen? Alle. Dr. Lenk schreibt 18. Kommentator Kossarz schreibt, Ossis haben eine genetische Veranlagung, Hitler so oft wie möglich zu erwähnen. Geburtstags-Hitler, Hochzeits-Hitler, Beerdigungs-Hitler, Hanukkah-Hitler. Ja, auf jeden Fall. Also gerade Ossis, die hier bei Buchenwald wohnen oder Leute, die also bei Auschwitz ja, mit Hitler so. Groß geworden sind. Das ist ja noch nicht so aktuell, aber lass mal bitte einen... Hey, wie ist denn deine Stimme? Einen, wie heißt... Das war, nee, warte, jetzt bin ich ja gerade nicht der Schritt. Ich muss mich kurz konzentrieren, was ich sagen wollte. Lass mal einen. Wie heißt es denn? Nein, Heirats-Hitler machen. Was hat er gesagt? Ein Bräutigam. Hochzeits-Hitler. Hochzeits-Hitler, genau. Ein Hochzeits-Hitler, das ist richtig gut. Wir machen aber beide nicht der Typ, der Bräutigam ist. Machen wir nicht beide einen Antrag, Hitler? Das ist ja Hochzeit. Ja, aber nee. Ach so, was? Der Bruder ist raus. Wenn Kalle mal heiratet oder so. Wir haben übrigens nicht mehr so viel Akku. Ja, und wenn du das tust. 11%. Wir haben doch hier ganz viele Smartphones. Ah, ja, deswegen geht's jetzt ganz fix weiter im Text. Wir sind auch fast durch. Schon in 619. Fand's angenehmer zu verfolgen, als die Kommentare noch eingeblendet wurden. Ihr kennt ihr doch das. Oh, was hat man früher mal gesagt? Schulz, Gunne, guter Mann auf jeden Fall. Den sehe ich auch ganz oft unter anderen Kanälen kommentieren. Ich kann das mal machen. Der Robin zeigt mir, wie das geht. Jetzt hat er sich verpflichtet, das zu machen. Viel Spaß. Ich probiere das mal. Also, ja, wir haben es einfach mal weggelassen. Du bist jetzt der Einzige, der gesagt hat, okay, wäre schon geil. Ich habe es bewusst nicht angekündigt, weil wenn man es nicht weiß, dass es weg ist, vielleicht vermisst man es ja gar nicht. Deswegen war es halt so ein Test. Deswegen das eine Jahr war. Aber du bist der darauf gekommen ist. Weil das war bei Feedbacks immer so das, was am längsten dauert. Und wenn es halt so ist, dass es eigentlich eh keiner mitliest sozusagen, weil die meisten eh nur hören oder so, muss man es halt nicht machen. Aber ja, an sich ist es natürlich geiler, wenn es da ist, damit man auch immer mal reingucken kann. Aber ja, wir können es ja nochmal mitmachen. Aber wir könnt ja auch mal sagen, ob es schlimm wäre, wenn es weg ist, weil es ist halt auf jeden Fall großer zeitlicher Aufwand. Und ja. Hat er ja schon gesagt, es ist angenehmer mit. Es ist angenehmer mit, aber vielleicht überlebt man es auch ohne. Ist mal vielleicht, gucken. Wenn es um Chaos-Feedback ist, leichter zu verfolgen. Ja. Und wenn man dann, wenn Chaos ist und dann kommt die nächste, kriegt man es vielleicht manchmal nicht mit, dass ein neuer Kommentar. Ja, das ist richtig. Ja, also wer sich die Videos anguckt, ist halt eher irgendwie krass drauf, weil ich habe schon eher mit gerechnet, dass man halt so das im Hintergrund laufen hat und ab und zu vielleicht mal rein. Aber nicht im Negativen krass. Ihr seid auch sehr positiv. Ja, ja, auf jeden Fall positiv krass. Dass ihr positiv krass seid, ist ja sowieso bekannt. Muss man ja nur mal bei Patreon verpassen. Du hast schon verpasst. Jendrik, wir wurden gefragt, warum wir so geil sind. Kannst du das beantworten, ja, oder? Wieso alle? Nee. Alle. Ja, du auch. Du warst ja letztes Mal bei. Wieso geil sind.
Jendrik, kannst du die Frage, Jendrik, ich will ein Kind von dir beantworten? Ach ja, stimmt. Gab's die Frage schon? Ja. War nicht schon. Das war eine Frage. Ich dachte, das war ein Kind. Jens, ich will ein Kind von dir. Du warst auf jeden Fall Highlight der letzten Folge, wie es aussieht. Ich will die Frage beantworten. Ja. Jendrik, ich will ein Kind von dir. Wo wird jetzt hier die Adresse eingeblendet, wo er seinen Samen hinschicken soll? Ja, bitte, genau. Wie viel? Hier. Muss dann bestellen. Es wird aber bei 2 Liter, wird's, ab 2 Liter wird es billiger. Zwei Liter Samen. Berechnet man das in Detail. Das dauert dann aber auch so 3 Tage, bis es fertig ist. Oder eine lange Nacht. Oder eine lange, lange Nacht. Okay, Menzi 75. Scheiß Abo-Box. Habe das Video gerade auf der Startseite gefunden. Der Startseite von YouTube? Ja. Wir waren in den YouTube-Trends neben Bibi und ApoRed. Ey, wir haben noch gar nicht... Hallo, wir wurden vorhin gefragt, wie wir Bibis Beauty Palace finden, und haben das nicht beantwortet. Ja, also ich habe ein tolles Video gemacht. Wir haben nur über ApoRed gesprochen. Ja, und das war noch irgendwas anderes. Bibi kenne ich. Bei Fake Pranks kann ich ihm auch sagen, habe ich nämlich mal bei Bibi auf der Facebook-Seite geguckt, ist schon ein Jahr her oder dreiviertel Jahr oder so. Sie hat halt ihr Freund, Julienko oder wie er heißt, hat sie halt auch geprankt. So mit so einem Eimer über der Tür, wo Wasser... Nee, nicht mal Wasser. Eis. Nicht mal Wasser. Einfach nur ein leerer Eimer. Und dann sitzt er halt so am Rechner so und lacht so in die Kamera. Und im Hintergrund sieht man halt sie ganz langsam und bedächtig die Tür aufmachen. Und dann fällt der Eimer perfekt auf ihren Kopf drauf. Und das war alles so authentisch gespielt. Guckt euch das mal an, wenn ihr das findet. Nee, guckt es euch lieber nicht an. Also ihr müsst aber euch wahrscheinlich über ein Jahr lang Wust von Bibi durchwurschen. Ja, aber guckt euch das Video Authentizität aus der Hölle an. Ja. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist auf Nostra Forts zu finden. Das habe ich auch schon geguckt. Gell, ist richtig gut. Da seht ihr was von Bibi halt. Genau. Nee, also die ist bestimmt ganz cool und so. Aber jetzt ihren Content. Also meine Schwester ist ja gerade in diesem Alter. Meine Schwester war auch in diesem Alter. Wo sie Bibi und auch Dagi guckt. Ja. Und ich glaube, sie hat mir letztens gesagt, glaube ich, dass Dagi war nicht mehr so cool. Oder eine von den beiden, von denen guckte die Videos nicht mehr. Ja, weil Dagi sich von Lion getrennt hat. Bibi ist noch mit Julienko zusammen, deswegen... Ach so. Sie sind noch Teampärchen. Dagi ist jetzt eine Bitch, weil die jetzt 9 hat. Nee, die hat 9. Oh Gott, ey, Leute, die 9 haben. Leider auch 9. Bitches. Ja, auch. Bitches. Dagi ist halt jetzt einfach aus den Kinderschuhen raus. Die hat sich jetzt einen echten Mann geholt, weißt du? Aber wollte ich nur mal sagen, dass meine Schwester da... Ich dachte, deine Schwester guckt das. Ja, ach, also Dagi wie... Nee, Beauty Palace hat die mal geguckt. Guckt sie Beauty Palace. Also meine Schwester aber hat auch geguckt. Aber ich glaube, entweder Dagi oder Bibi, eins von beiden findet sie jetzt nicht mehr so cool. Bibi, Candy. Ja, das ist alles... Candy. Meine Schwester hat es halt auch geguckt und dann habe ich ihr ganz oft gesagt, dass sie es nicht mehr gucken soll. Und jetzt guckt sie es tatsächlich nicht mehr. Alter, das ist Erziehung. Also ich habe sie nicht verboten, ich habe ihr nur gesagt, guck sie nicht an. Sonst passiert was. Nee, ich habe ihr nur einen gut gemeinten Rat gegeben. Oha. Okay. Das ist der letzte, oder was? Ja, nee, noch nicht ganz. Ihr seid leider viel zu leise, jetzt wahrscheinlich auch immer noch. Toll. Und dann bitte ein bisschen tut uns leid! Wieso kommt der Entschuldigung! Aber so leise war es eigentlich gar nicht. Warum kommt der Kommentar erst am Ende? Das nächste Mal bitte früher! Kannst du das ein bisschen früher kommentieren? Die Leute hören uns ja gar nicht, du Trottel! Meine Güte! Jetzt haben wir eine Stunde aufgenommen und keiner hat's verstanden. Eine Stunde. Verschwendet. Müssen wir jetzt wieder von vorne anfangen? Ja. Okay, alles nochmal. Lest mal den ersten Kommentar. Willkommen beim Nostra Feedback. Wir waren Folge schon fast durch. 24. Heute haben wir Maggie dabei. Ich bin von Anfang an jetzt da. Toll. Jetzt fangen wir nochmal mit neuer Energie an. So er hat einen Witcherbeutel. Alter, könnt ihr nicht so schreien? Wir haben nicht. Wir sind jetzt sind wir auf dem Level, wir sind jetzt richtig energisch, jetzt können wir von vorne anfangen. Voller Energie! Da haben wir gleich das Intro für das Video, so diesen Teaser vorher. Und jetzt kommt die Musik! So. Das ist falsche Musik. Ja. Aber lasst uns doch jetzt mal flüstern. Also. Jetzt Regentropfen. MSNRN. Lass mal die letzte Frage noch beantworten, dann sind wir durch. Berlin Twins, ich schreibe das hier nur, damit das Feedback länger wird und wir mehr lesen und schreiben. Willi! Guter Mann! Geiler Typ. Da kommt er vor. Weil Maggie soll das jetzt mal vorlesen, bitte. Ja, mach ich. Sie liest die ganze Zeit vor. Frau, würdest du bitte endlich lesen? Jawohl. Du liest auch so langsam und leise. Eins. Wenn du ein Video machen könntest, was wäre das für Lies das mal alles vor. In Klammern. Zum Beispiel Pumuckl und Meister Leder in Real Life.
Meister Leder. Im Real-Life. Maggie, liest doch bitte erstmal alles vor. Nein, ich bin doch noch nicht fertig. Aber lies mal nicht in dieser Erzählerstimme. Komischen Pause. Wenn du ein Future mit einem berühmten deutschen YouTuber machen dürftest, wer wäre das? 3. Was motiviert dich, mit YouTube weiterzumachen? 4. Wenn du zu einem neuen Schnittprogramm wechseln müsstest, welches wäre das? 6. Wenn man 2 Hamster kauft und eine Gurke verliert, wer profitiert dann von Chemtrails? 7. Warum hat 5. gefehlt? Oh, ist ja gar nicht aufgefallen. Oh. Magi, ich dachte, du hast es gelesen. Also ordentlich gelesen. Wir haben gesagt, du bist überhaupt nicht aufmerksam, ne? Toll, so viel Aufmerksamkeit. Du liest es zwar, aber du verstehst den Sinn nicht. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Muss ich ja auch nicht. Ja, also. Ich sehe gut aus, ne? Ja, das reicht auch. So, Kalle, lesen wir jetzt nochmal das erste. Kalle, wenn du ein Video machen könntest, ja? Geld spielt keine Rolle. Meister Leder, oder? Hat er wirklich Meister Leder geschrieben? Also ist das ja, in real life? Ich habe die Frage aber nicht ganz verstanden, muss sein. Du kannst irgendein Video machen, egal welches. Dann wäre es so ein YOLO-Video. Ja, doch, so ein typisches YOLO-Video hier. So ein ich ziehe um die Welt und ja, mir geht's genau. gut. Und ich mache jeden geilen Scheiß den Skip, Bungee und Surfen und Skaten. Das wäre geil. Boah, Alter, das ist gerade ein bisschen scheiße von dir, weil eigentlich ist es gerade dieses, du gehst zum Genie und sagst, ich hätte gern noch 1000 Wünsche, ne? Genau, ja. Das ist ja voll assi von dir. Voll gut. Das ist clever. Ja, ich würde gern ein Video machen, in dem ich 200 Jahre alt bin und keinen Krebs kriege. Sicher? Ja. Weiß nee, ich nicht, ob ich dich dann sehen wollte. Hast du Haarausfall? Nee. Okay. Nur Mauritz. Zu spät. Um den Bogen zu schließen. Ja, also ich würde vielleicht das nochmal. Also wenn man es richtig groß und professionell angehen würde. Alter, nee, das. Nee, das habe ich ja im Spezialfeedback genau erklärt. Wartet auf Spezialfeedback. YouTube Point and Click Adventure, sag ich nur. Ah ja. Weil wenn man das richtig groß und professionell angeht, halt so mit richtig, weißt du, so mit so. Mit so diese Kameras, die bei Dark Knight kaputt gegangen sind, Alter. Ja, solche Kameras. Alter, solche von denen, die gibt's aber momentan, die war 2008, die gibt's jetzt in Sand am Meer. Egal. Die sind ja auf der Straße, diese Kameras. Ja, aber ich würde halt mit der kaputten noch filmen. Bei den Olympischen Spielen fallen die auch von der Seite. Das ist kaputt. Ja, das ist auf der Wiese. Das kommt erst jetzt. Also ist wahrscheinlich schon online, während das hier, oder weiß ich nicht mehr. Labert mich nicht voll, alle mit einem. Ich glaube, das ist 4 Stunden. Die haben eine. Ist gut, wenn so viele Stunden bei dieser Tunnelszene. Mit der Wiese. Peter behindert ist. Ein Pfeiler gefahren. Ach, da war ich mit dabei. Da, wo Peter behindert, ach. Da, wo Peter behindert war. Ja. Wir alle zusammen. Stimmt, als Peter noch kaputte Beine hatte. Ja. Krüppel to go. Oh, shit. Krüppel to go ist ein guter YouTube-Kanal. Ist Peter und der reist jetzt mit dem Zug rum und macht Videos darüber. Als Krüppel. Also ich finde... Als was denn sonst? Ich finde das halt echt geil, weil nur er darf halt Krüppel2Go machen, weißt du? Wenn wir einen Kanal machen, der Krüppel2Go heißt, alle... Alter, kann es nicht bringen. Wir ja gar nicht. Aber Peter, ja, er kann es halt einfach. Aber als ich halt sein Video angeguckt habe, hat es halt einen Aufruf und schon 2 Dislikes. Ja, das war halt... Das kann aber nicht sein. Also das irgendjemand, ist das war YouTube. Halt wieder bei Rassismus. Irgendjemand kann halt nicht damit umgehen, wenn Behinderte nicht auch behindert. Nee, das ist YouTube, gibt erstmal provisorisch so eine negative Bewertung für behinderte Menschen. Gib mal deinen hin. Wenn ich mir ein Bein breche, lass ich mich featuren. Dann sperr das mal. Nein, wir sind doch fast durch. Das schaffen wir. Ja, los, warte. Doch, schaffen wir noch. Fix. Wenn du ein Future mit einem berühmten YouTuber machen dürftest, wer wäre das? Was für ein Future? Ja. Irgendein Future. Die Zukunft halt. Future. Irgendein Future. Ein Future. Akku fast leer. Eine Future. Toll. Ja. Ein Feature. Nein, nicht Bibi, oder? Nee. Du? Obwohl, das wäre echt mal lustig. Das wäre interessant, oder? So mega, ja, wäre eine Überlegung. Aber so, ich hatte. Du darfst entscheiden, was passiert, ja? Du prankst dich ganz lustig mit dem Eimer. Du darfst das Skript schreiben. Ja. Davis Schulz. Ja, das hast du ja schon. Ist richtig. Nee, Remy wäre schon ganz lustig so. Oder was ganz Abwegiges. David Hein? Hey, Bibis Beauty Palace. Nee, irgendwas ist Geiles. Was gucke ich denn so, Mann? Ich mach so ein Lied mit John Jalina Joe. Der in der Wildnis überlebt, ich weiß nicht mehr. Ja, John Lajoie. Nee. Alter, John Lajoie. Alter, Bear Grylls wäre hart. Auf den hätte ich auch Bock. Schön. Nee, ja, aber wir können mal Jörg Sprave besuchen und uns von ihm abschießen lassen. mit schönen Steelballs. Habt ihr es jetzt ja, der wohnt relativ in der Nähe, deswegen. Hat er? Okay. Ja, also ich überlege nochmal. Es gibt bestimmt geilere Antworten auf jeden Fall. Was motiviert dich, mit YouTube weiterzumachen?
Geld, ja. Gut, haben wir das? Wenn du zu einem und? Neuen... Also sieht man am besten auf Nosterafurz, weil der wirft richtig Kohle ab, der Kanal, das kann er nicht glauben, ey. Wenn du zu einem neuen Schnittprogramm wechseln müsstest, welches wäre das? Zu einem neuen was? Schnittprogramm. Sony Vegas 16. Na, wenn du da wegwechseln müsstest. Ich habe ja erst 11. Ich wechsle zu 16. Es ist gewohnt, gedöns. Ja, Premiere. Ja, halt, Premiere. Kannst du halt mehr ja, Sachen leichter machen, aber. Kommt bestimmt auch mal. Vielleicht so. Zählt für ihn halt auch Sony New Vegas oder wie auch immer das heißt. Die Sache Sony ist, Vegas ja. Generell unter einen. Ja, höchstwahrscheinlich. Wenn man sich halt erst mal in Sony Vegas reingefuchst hat, das ist schon mal so ein Gag. Premiere ist schon noch was ganz anderes. Kleine Flachsrakete. Ja, außerdem ja. Muss man ja das dann auch kaufen und das ist echt teuer. Gut, okay. Nee, ich mach Druck. Wenn man zwei Hamster kauft, jetzt konzentriert euch, und eine Gurke verliert, wer profitiert dann von Chemtrails? Ja, ist dasselbe keiner. Dilemma wie mit der Supermarkt, wo du die Gurke gekauft hast. Und der Hamster? Ja. Also, das ist ja einfach. Da ja. Hast ja die Gurke verloren und. Ey, ich hab neulich ein Video gesehen. Nee, die Hamster, weil sie essen. Das was mit dem Hamster zu tun? Haben Leute über Chemtrails gesungen. Also der Supermarkt. Und kurz danach hat es Jan Böhmermann geteilt. Ja, das ist auch ziemlich gerade im Hype. Echt, ja? Ja. Dieses Chemtrails. Ich hab's halt noch bei Off-Topic-Spaß oder so, hab ich's reingehauen, noch bevor es. Ist auch ziemlich lustig. Gilt Jan Böhmermann als YouTuber? Ja, mit dem wird's was. Ja, das würde ich echt machen. Ja. Feature? Mit dem würde ich echt gerne mal ein Feature machen. Mal was machen. So willst du mit Jan Böhmermann eine Future machen? Ja, würde ich echt gern mit Future machen. Und oder warum irgendwas in Real Life. Die 5 hat gefehlt, weil wir leider keine Zeit mehr haben. Zeit ist Geld, ihr wisst ja. Nein, das war der letzte Kommentar. Ja? Geld geht alles in seine Tasche. Es war ein feuchtfröhlicher Mitmachspaß. Wie ein gutes Buch. Maggie hat gut vorgelesen. Als Dank könnt ihr mal auf ihren YouTube-Kanal gehen. Der startet gerade richtig durch. Der wird 1:1 das, was YouTube braucht. Wir können, also ganz einfach, ihr müsst hier klicken. Rote Pfeile, klickt Kreise. Klickt einfach hier auf sie. So ein Erfolgskonzept einfach. Mach jetzt mal rote Pfeile auf, Maga. An sich finde ich, also ich glaube, das hat Potenzial. Ich habe echt das Gefühl, es hat Potenzial, lustig zu sein. Rote Pfeile? Wenn eine Person, die keine Ahnung von YouTube hat, ja, dazu gezwungen wird, diese ganze Scheiße zu machen. Ich habe gelernt, was ein Vlog ist. Das war so niedlich, ne? Ich könnte es eigentlich nochmal zum Abschluss vorlesen, weil echt... Oh, das ist richtig süß. Ist das Future? Diesen langen Text jetzt? Nein, das ist kein langer Text. Auf jeden Fall, wenn da einer keine Ahnung hat von YouTube und der dann aber gezwungen wird, diese ganzen Tracks-Formate zu machen, ne? Das ist schon lustig so in der Grundidee. Boah, ist natürlich cool. Alles aus Zeitgründen und so, war das alles nicht so professionell und weil es Maggie einfach nicht wert ist. Mhm. Aber ja, kann man trotzdem mal machen. Ja, finde ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hat sie so gesagt, ich habe ihr gesagt, ja, ein Vlog ist eigentlich nur, du machst quasi Selfies von dir, nur halt mit Bewegtbild statt Selfies. Und dann sie so, okay, also ich laufe dann quasi so rum und erzähle, was gerade passiert. Und das fand ich echt niedlich, weil im Grunde ist es das und eigentlich ist es voll schlecht. Was da. Ist die genaue Definition eines Vlogs? Statt Selfies machen, machst du Videos über einen bestimmten Zeitraum oder zu einem bestimmten Event und dann packst du sie alle zusammen. Okay, also ich mache mehrere Videos, in denen ich erzähle, was gerade passiert und schneide die zusammen, richtig? Ja. Und ein Screenshot dieser Unterhaltung muss auch mit rein. Ja, super gut auf jeden Fall. Erfolgsformat, Maggie macht YouTube, Erfolgsformat, Krübbel2Go, wir bauen unser eigenes Netzwerk aus, Weimar Buchenwald, wir vernetzen die Menschen wieder. Weimar Tag und Nacht. Wir vernetzen. Ja. Wir bringen zusammen, was damals zerstört wurde. Genau. Wir bauen wieder auf. Ja. Stein. Statt, wie heißen die Dinger, Bahnschienen, bauen wir halt soziale Netzwerke auf, so, aus menschlicher Arbeitskraft. Wider Willen. Aua. So. Los geht's. Ein gutes Schlusswort. Auf jeden Fall. Es war sehr schön. Jetzt die Musik, die wir im Feedback hatten laufen lassen, wird jetzt gerade lauter und alle sind fröhlich. Und, ja.